Ich sag doch, war schön, dich gekannt zu haben. 80. Das könnte jetzt böse enden. Schnell zum Haus und meinen Schlafsack legen. Oder irgendwas zu essen finden. Na, schaffst du es? Was meinst du? Funktioniert es oder? Loading. Komm schon. Jetzt muss ich hoffen. Du schaffst es. Du schaffst es. Ansonsten, ihr könnt mir auch gerne mal eure Meinung zu der neuen Musik im Hintergrund sagen, die ich da ausgewählt habe, extra speziell hier für den Livestream und für... Was? Du hast sogar Musik im Livestream? Das gibt's ja gar nicht. Im Livestream? Yeah! It's amazing! Unbelievable! Episch! Legendär! Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Rust! Yay, der Cordy ist alive! Also, bei sich live. Er musste jetzt 3 Folgen alleine aufnehmen, aber... Hey, die 4. konnte ich... Achso, warte, du musst gleich einmal sterben, ne? Ich muss ganz kurz den Schlafsack platzieren. Weil ich sterbe ja auch gleich. Du legst den jetzt aber nicht in die Red Town. Geht nicht. Ach, so, sieht das schön aus. Schlafsack einem Freund geben. Warum kann ich die FPS nicht mehr anzeigen? Ich habe gerade ein Problem mit dem Freund geben. Er hängt sich da wieder auf und ich bin kurz vorm Sterben. Nein! Ja, super. Wo bin ich dann hier? Nein! An einem riesigen Haus? Hast du schon... Nee, das ist doch nicht im Tro. Mhm. Dürfte jetzt eigentlich nicht sein. Wenn es kein Schloss hat, dann bin ich das, aber ich habe kein Haus. Ich habe eigentlich nur einen Bunker. Ich baue immer gerne Bunker. Hallo? Ich glaube, das ist... Da wir vor kurzem erst den Wipe hatten, glaube ich, ist das dann wohl die Admin-Hütte. Toll, der landet gleich bei den Admins. Komm schon. Ich will nicht sterben. Das ist geil. Das Spiel ist echt Hammer. Immer wenn ich irgendwas Neues lade, wo er neu laden muss, dann hängt er sich erstmal auf. Das ist fast so wie bei Bomber Guy Strikes Back. Das erste Mal, wenn man startet, lade. Es ist wieder die Performance-Sache überhaupt. Schibidibidu, wo waren wir denn? Ich merke gerade, F1 ist das, F2, F3, das funktioniert gar nicht mehr, das ist ja schade. Nee, das funktioniert, also F1 kannst du noch, aber das war's dann auch. Er hat reagiert. Korti-LP zuweisen, komm. Komm, weiß es Korti-LP zu, komm. Hör auf. Ja, Korti-LP zugewiesen, yay. Yeah, jetzt du kannst jetzt sterben. Klingt auch wieder sehr toll. Ja. Korti, komm, weißt du was? Geh sterben. Denn ich bin jetzt tot. Ich war für 56 Minuten und 22 Sekunden gelebt. Yeah. Nein, er hat den Schlafsack noch nicht umbenannt. Hm. Er hat den Schlafsack noch nicht umbenannt. Mal gescheit sterben gar nicht. Das Wasser ist nicht tief genug. So. Das Wasser ist nicht tief genug. Du bist auch jemand, der sich gerne in der Pfütze ertränkt, ne? Natürlich. Ja, dann hüpfen wir halt ins Meer. Ich ertrinke. So. Ich musste gerade mal was. Du bist nicht alleine, was? Ja, ja, das sowieso nicht. Ja, Franzi, eine andere Sache. Wie weit bist du bei Super Mario 3D World gekommen? Würde mich mal interessieren. Und LinkGamer2207, dich hatte ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Freut mich, dass du da bist, wie gesagt. Also das muss ich auch noch mal ganz kurz erwähnen. Ich bin am Schlafen, das ist schön. So, ich bin jetzt auf dem aufgewacht. So, jetzt probieren wir das nochmal. Kann ich den jetzt jemanden zuweisen? Nein. Kann ich den jemanden zuweisen? Einem Freund geben. Korti-LP. Jetzt kann ich ihn umbenennen. Oh, jetzt habe ich gar keinen Schlafsack mehr. Naja, also wenn jetzt stirbst... Wenn jetzt gleich stirbst, dann sollte es eigentlich passen. Im Schlafsack aufwachen. Warum muss ich jetzt 230 Sekunden warten? Hä? Hier ist noch, hier sind zwei. Das sind zwei Schlafsäcke. Oh, da hat es doch funktioniert. Ich bin in einer... Ah, hallo! Da ist eine Leiche, die blute ich gleich mal.
Nein, das ist meine. Die will ich gerade looten. Aber ich habe mal wieder, natürlich, weil ich neue Leiche öffne, habe ich wieder ein Standbild. Alter, ich kann kotzen. Dein Rechner mag dich heute wieder. Ja, der mag mich wieder total. Okay, ich merke gerade, das liegt nicht am Rechner. Was, bei dir auch? Ja. Es muss aber am Rechner liegen, weil auch meine Facecam in dem Augenblick total am Laggen ist. Nee, aber eben war auch so. Ich wollte das eine Ding hier öffnen, Standbild. Bei mir kann es eigentlich nicht am Rechner liegen. Ah, das jetzt ging es wieder. Oh, sehr schön. Jetzt geht's wieder. So, jetzt kann ich mir erstmal wieder anziehen. Okay, läuft das wieder schön flüssig. So, aber jedenfalls habe ich wieder einen neuen Stein. Airdrop ist aktiv. Ja, super, dann such den mal. Such ihn. Komm. Such den Airdrop, komm. Komm, Gott, ich suche ihn. Was? Ja, ja, passt schon. Hast genau das gemacht, was ich erwartet habe. Alter. Oh, kann man das nicht einfach so irgendwie schnell rüber? Ach so. Ach, wie geil ist das denn? Schnellplündern gibt es jetzt. Hä? Doppelrechtsklick. Ah, ja. Nee, einfach nur ganz kurz draufklicken. Ach, wie geil ist das denn? Aha. Wow. So, komm, der Stein, den brauche ich jetzt nicht. Oh, es wird tatsächlich wieder Tag. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Wo ist denn jetzt der Korti? Ich klopfe hier auf den Baum ein. Habe ich schon erwähnt, dass Rust immer schöner wird? Jetzt, wo ich auch endlich mal drin bin. Ich höre, irgendwo klopft es hier, aber ich sehe nicht. Gesundheit! Und damit Gesundheit an die... Vom Tro auch. Ach komm. Das Entschuldigung war jetzt viel schlimmer als das Gesundheit sagen. Also als das Niesen. Bei dem Niesen hätte man sagen können, meine Güte, gut, die Mäuse, die niesen wieder bei ihm, oder die Hamster, weiß jetzt, Hamster waren es, ne? Meerschweinchen. Meerschweinchen. Ja, hätte man das darauf schieben können, aber naja, gut, jetzt hat sie sich selber geoutet. Vorsicht, du bist nicht allein. Ja, ach, solange der Hubschrauber nicht aktiv ist, ist alles in Ordnung. Der ist gerade auf aktiv gesprungen. Der ist auf inaktiv, ja. Nein, der ist gerade auf aktiv. Der Hubschrauber. Ja. Bei mir noch nicht. Ja. Das wäre ziemlich uncool. So leicht. Nee, also bei mir ist der Hubschrauber immer noch inaktiv. Veräppelt. Ja. Nee. April, April. Im Oktober. Im September. Lassen wir das drum. Ich brauche mehr Holz. Es liegen mal wieder für 60 FPS an. Ich glaub's ja gar nicht. Warum nur? Weil ich's kann, hä? So, ich möchte sagen, das da unten ist bei mir verpixelt. Ansonsten, Korti, bück dich mal ein bisschen weiter nach unten. Also guck mal ein bisschen weiter nach unten mit deinem Kopf. Genau. So, jetzt hält er den Stein davor. Jetzt muss Korti immer so rumrennen und dann ist das kein Problem, dann sieht man nichts. Oder sowas? Ja, hab ich doch noch nicht. Muss ich jetzt erstmal mehr Stoff haben. Ich habe jetzt alles für mich ausgegeben. Ah, ich brauche nur 10 Stoff. Sei froh, du hast jedenfalls einen Schlafsack. Ich brauche jetzt mal wieder Stoff, damit ich mir einen Schlafsack machen kann. Da liegen 2, nimm dir doch einen. Geht ja nicht, weil ich beide dir zugewiesen habe. Kann ich den irgendwie umweisen? Das klingt umweisen. Ja, bitte links lang, links lang, bitte links, 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 umweisen. Hier, links lang, links. Ja komm, sei still. Ja, was denn? Immer schön umweisen. Hm. Oh, lag. Haha. Wir sehen einen toten Troh. Samt Hintern. Was? Ach, du bist im Haus. Sehe ich das richtig? Nein. Ich höre den Airdrop. Da hinten ist er. Was? Wo ist er? Also ich sehe das Flugzeug. Hä? Ach, da. Bin ich mal gespannt, ob wir sehen, wann er loslässt. Oder ob er überhaupt loslässt. Oder es nicht schon getan hat. Genau. Also ich glaube, er hat schon. Ja. Weil da vorne ist... Das ist gut möglich. Aber die haben jetzt hier Sägegeräusche, ne? Hast du das mitbekommen gerade? Ich hab's gerade gehört. Was war das? Ich komme mir vor wie bei den Sims. Ja, dann auch noch meine neue Hintergrundmusik dazu. Die passt so total. Hallo. Ey. Mann. Hi.
Oh, komm, mach mal Platz da, Dickerchen, ja? Bist du eigentlich in Wirklichkeit auch so dick? Nein. Dachte ich mir. Was? Ja. Aber was wir auch sagen können, der Korti und ich, wir haben beschlossen, wir wollen zusammen Andy Star Wars Premiere von Episode 7. Wir wissen zwar noch nicht, wie wir was machen, aber wir wollen. So, jetzt kann sich keiner mehr beschweren, ich habe eine Hose. Ach, er war Hanf pflücken. Und ich glaube nicht, dass er das Hanf nur zum Pflücken benutzt hat. Was? Ich weiß nicht, wovon du redest, du. Bist du auch so high? Was? 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 Nein, war liebe was? Kinder, Drogen sind nicht gut. Nein, nein, nein. So, Nein, absolut nicht. Nein. Außer Computerspielen, ja. Das ist in Ordnung, aber das ist eine andere Droge. Killerspiele und so weiter, ne? Genau. Wobei, man muss ja sagen, ganz im Ernst, liebe FSK, GTA und so weiter, machen nicht aggressiv. Nein. Lasst mal die Leute Super Mario Maker spielen und das mit Zeitdruck. Oh ja. 5 Minuten Zeitdruck, lasst sie das mal spielen. Dann wisst ihr, was aggressiv macht. Eben. Ich muss dazu sagen, wir kamen ja jetzt noch nicht dazu, darüber zu reden. Es hat mich tierisch geärgert, dass du mein Level geschafft hast. Es hat mich echt tierisch geärgert. Was? Warum? Ey, ich habe extra so viele unfaire Sachen gemacht, dachte mir, scheiße, schaffst du das überhaupt selber? Ist das überhaupt noch fair? Ja, hast du aber. Ja, klar habe ich es geschafft, sonst hättest du es ja nicht spielen können, ne? Ja, eben. Aber ich dachte mir dann, Alter, du sagst, du hattest einfach nur Glück gehabt. Du wärst normalerweise runtergefallen. Was, wo? Ganz zum Schluss, wo du ans Ziel kamst. Du hast ja versucht, den Pilz noch zu schnappen. Und dann in letzter Kurzschlussreaktion bist du gesprungen. Oh, verdammt, das ist ja weggefallen. Ja, das war einfach Glück bei dir. Und das hat mich sowas von tierisch geärgert. Ach ja, jetzt kommst du wieder mit Glück, nur weil ich im richtigen Moment gesprungen bin. Ja, du warst selber überrascht. Hört, Ende. Oh, ja, oh, yay! Ja, weil ich gesprungen bin, um da rauszukommen. Aber ich muss ja sagen, in deinem Level hast du auch einen Denkfehler gehabt. Ich habe ja mal deine Folge angeguckt und hast schön gesagt, so von wegen, da unten P-Switch und dann packst du oben Münzen hin. Ja, ich weiß, das ist nicht. Ich dachte mir so, ich glaube nicht, dass das so original ist. Ja, eben. Oh, was haben wir hier? Oh, eine Rettung. Ich glaube, du wolltest das anders haben. Ja, eben. Das ist mir aber auch im Nachhinein erst aufgefallen. Und dann wollte ich das Ganze nicht nochmal neu bauen, weil an dem Tag ging es mir eh nicht so gut. Nein, das ist keine Red Town, das ist der Hangar. Oh, besser, besser. Der Radioactive Hangar. So. Radioactive. Ah, ich brauche jetzt mal wieder Steine. Ja, ich habe ein Muted Hemd. Ein Muted Steine, Hemd? Ja, Steine. Ich suche die ganze Zeit, welche ich finde, K. Du findest K? K, keine. Komm, sei still. Ich bin ja froh, dass das Spiel gerade überhaupt läuft. Ja, siehst du, dafür brauchst du auch nicht den Rechner neu aufsetzen. Läuft doch jetzt endlich. Das Wichtigste hast du, Rust, passt. Siehst du, bis zum nächsten Rust habe ich jetzt wieder 2 Wochen Zeit, den Rechner neu zu machen. Genau. Ist ja nicht so, als hätte ich noch andere Sachen aufzunehmen. Ach, Quatsch. Nein. Ist ja nur, ich brauche noch ein paar Mario Maker Folgen. Metal Gear kann ich jetzt, glaube ich, in die Tonne treten, weil mein Speicherstand jetzt weg ist. Ah, mit Glück ist er irgendwo noch in der Cloud gespeichert. Solange du das Spiel noch nicht gespeichert hast, kannst du es noch von der Cloud aufrufen. Ach, da hinten läuft der Korti rum. Ich dachte gerade, was läuft denn da für ein Typ rum? Ich suche Steine. Dito. Also es ist ja nicht so, dass hier nicht genügend Steine wären, rein theoretisch, ne? Ja, das haben sie bei Ark ein bisschen besser gemacht. Oder kann man jetzt auch auf die hier einprügeln? Ja, kann man schon, aber es bringt nichts. Ich wollte gerade sagen, das bringt ja wahrscheinlich so viel wie gar nichts. Oh, weißt du, was ich mir heute Leckeres zu essen gemacht habe? Oder meine Familie und ich, wir haben uns heute was richtig Geiles zu essen gemacht. Einen richtig geilen jetzt. Hackbraten. Jetzt kommt's, yay. Ja, richtig schön dazu Klöße. Oh. Rotkohl und noch Erbsen und Möhren und so und eine schöne Bratensauce. Oh, aber das lecker, sag ich dir. Sag ich dir? Sag ich dir doch. Nee, das war... Also wirklich super. Hanf, weg, Mann. Ach so, stimmt, du brauchst ja Hanf. Wofür? Ja. Für alles. Ah ja, jetzt kommt's wieder raus. Was? Hanf für alles.
Du, ich weiß nicht, wovon du redest. Weißt du überhaupt noch, wo unsere Base ist? Ich habe nämlich keine Karte gemacht bisher.